ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei den Kämpfen im Norden des Gazastreifens ist offenbar eine UN-Einrichtung getroffen worden. Das Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge berichtete von zahlreichen Toten in einer als Unterkunft genutzten Schule in Jabalia. Die Regierungen Ägyptens und Jordaniens machten Israel für den Beschuss verantwortlich und sprachen von Kriegsverbrechen. Israel wirft der Terrororganisation Hamas vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Das Militär ruft die Bevölkerung auf, in den Süden des Gazastreifens zu fliehen. Wissam Munir, einer von tausenden Flüchtenden auf dem Weg in den Süden des Gazastreifens. Er ist Arzt im Al-Shifa-Krankenhaus, hat seit Kriegsbeginn seine Familie nicht mehr gesehen. Nun ist er selbst auf der Flucht. Die Situation ist sehr schwierig im Krankenhaus. Man kann sich das kaum vorstellen. Kein Wasser, keine Elektrizität. Die meisten Verletzten, auch die nicht so schwer Verwundeten, sind gestorben. Einige Ärzte vor Ort berichteten, dass das israelische Militär Mediziner und Patienten aufgefordert hatte, das Al-Shifa-Krankenhaus zu verlassen. Die Armee bestreitet das. Wir haben aber einen Korridor eingerichtet, der es den Menschen ermöglicht, das Krankenhaus Richtung Süden zu verlassen. Auch im Süden des Gazastreifens fordert das Militär die Menschen mit Flugblättern auf, einige Orte zu verlassen. Im Norden setzt die Armee die Bodeneinsätze fort. In einer Schule habe man große Mengen an Waffen und Ausrüstung gefunden, wie diese Bilder des Militärs zeigen sollen. Nach Angriffen in der vergangenen Nacht auf das Jabalia-Flüchtlingsviertel im nördlichen Gazastreifen suchen Menschen in den Trümmern nach Überlebenden. Viele hatten in einer UN-Schule dort Schutz gesucht. Die Vereinten Nationen fordern erneut eine Feuerpause, um Zivilisten zu versorgen. In Israel erreichen die Angehörigen der Geiseln nach einem 5-tägigen Protestmarsch Jerusalem. Sie fordern Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln. In den kommenden Tagen ist ein Treffen mit dem Kriegskabinett geplant. Unsere Regierung gibt den Familien der Geiseln keine Antworten und bezieht sie nicht ein. Und das sollten sie tun. Wenn die Geiseln nicht zurückkommen, ist das eine offene Wunde, die nicht heilen wird. In Tel Aviv ein weiterer Protest für ein Ende des Krieges. Auch Gegendemonstranten sind hier. Die Kriegsführung, ein umstrittenes Thema in Israel. Sophie von der Tann in Tel Aviv. Tausende beim Marsch für die Geiseln in Hamas-Gewalt und eine Demonstration für einen Waffenstillstand. Ist das ein Zeichen dafür, dass sich die Stimmung in Israel verändert? Die Spaltung in der israelischen Gesellschaft, die zeigt sich jetzt auch mit Blick auf diesen Krieg. Ein Großteil der Bevölkerung ist der Meinung, Sicherheit ist nur möglich, wenn das israelische Militär die Hamas im Gazastreifen mit voller Härte bekämpft. Die Familien der Geiseln fordern, dass die Freilassung der Geiseln oberste Priorität in diesem Krieg hat. Viele befürchten, dass die Bodeneinsätze das Leben der Geiseln bedrohen könnten und fordern Verhandlungen. Und dann gibt es auch eine zwar deutlich kleinere Gruppe auf der Straße, die sagt, so ein Krieg mit so vielen zivilen Opfern, der zerstöre die Hamas nicht, sondern stärke letztlich radikale Terrorgruppen. Was man brauche, sei eine langfristige Lösung. Der Konflikt sei zu lang verwaltet worden und nicht gelöst worden. Vielen Dank, Sophie von der Tann in Tel Aviv. Die Bundesregierung setzt auf eine weitere Zusammenarbeit mit der Türkei in der Migrationspolitik. Kanzler Scholz hat sich beim türkischen Präsidenten Erdogan dafür stark gemacht, abgelehnte Asylbewerber verstärkt zurückzunehmen. Nach dem Treffen gestern Abend im Kanzleramt hieß es aus Regierungskreisen, für die Rückführung müsse es einen belastbaren Mechanismus geben. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe beider Länder solle bald Ergebnisse vorlegen. Nach dem Besuch Erdogans haben heute in Berlin mehr als 4000 Menschen gegen dessen Politik und gegen das Verbot der kurdischen Arbeiterpartei PKK demonstriert. Laut Polizei wurden einige Demonstrierende festgenommen. Sie sollen verbotene Parolen gerufen und verfassungsfeindliche Symbole gezeigt haben. Die PKK ist in Deutschland wegen terroristischer Aktivitäten seit 1993 verboten.
Nach der Abspaltung des Lagers um Sarah Wagenknecht will die Linke nach vorne schauen. Auf dem Parteitag in Augsburg starteten die Vorsitzenden Wissler und Schirdewan eine Kampagne zur Erneuerung. Wähler sollen zurückgewonnen und die Partei zur starken Opposition der Ampelregierung gemacht werden. Konkrete Beschlüsse fassten die etwa 470 Delegierten für ihr Programm zur Europawahl am 9. Juni. Bei der Wahl des Spitzenkandidaten dafür kam es zu einem Zwischenfall. Einmal hat es dann doch gekracht. Ein spontaner Gegenkandidat von Parteichef Schirdewan schimpft auf die Partei, stört das Bild des geeinten Parteitages. Der Anhänger von Sarah Wagenknecht bleibt hier aber chancenlos. Martin Schirdewan setzt sich klar durch und wird mit fast 87% gewählt, besser als bei seiner letzten Wahl. Dennoch. Die Linke befindet sich in einer schweren Krise. Die bevorstehende Auflösung der Fraktion im Bundestag sei eine Niederlage, sagt der noch Fraktionschef. Das ist auch historisch natürlich ein Desaster, wenn sich die Linke wie viel zu lange lebender Selbstbeschäftigung hingibt, wenn sie zerbricht, statt dem politischen Gegner die Aufmerksamkeit zu widmen und damit auch am Ende den Willen von 2,3 Millionen Wählerinnen und Wähler, die uns gewählt haben, enttäuscht. In verschiedenen Beschlüssen fordert die Linke jetzt die Abschaffung der Schuldenbremse bereits 2024, die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 15 Euro und die 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. In der Migrationspolitik sieht sich die Partei als Verteidigerin des Asylrechts. Die teuersten Flüchtlinge in diesem Land, liebe Genossinnen und Genossen, das sind immer noch die Steuerflüchtlinge. Das sind die Superreichen, die ihr Geld ins Ausland schaffen. Aber doch nicht die Leute, die für Krieg und Verfolgung fliehen. Auf den Spitzenplätzen für die Europawahl steht auch die parteilose Klimaschützerin und Flüchtlingshelferin Carola Rakete. Die Linke will mit Themen wie sozialer Gerechtigkeit, Willkommenskultur und Klimaschutz wieder in die Offensive kommen. Man ist stolz auf 700 Neu- oder Wiedereintritte in die Partei. Allerdings blieben nach Wagenknechts Austritt hier auch einige Parteitagsplätze frei. Der Auftritt eines Taliban-Funktionärs in einer Kölner Moschee sorgt weiter für Kritik. Bundesinnenministerin Faeser sagte, niemand dürfe radikalen Islamisten in Deutschland eine Bühne bieten. Die Behörden würden den Fall intensiv prüfen. Unklar ist, wer den Taliban-Vertreter eingeladen hat. Die Kölner Moschee gehört zwar zum Dachverband DITIB, dieser distanzierte sich jedoch von dem Auftritt und wies einem Kulturverein die Verantwortung zu. Nach WDR-Informationen ist der Funktionär mit einem Schengen-Visum eingereist, das von den Niederlanden ausgestellt worden war. Auch der zweite Testflug einer unbemannten Starship-Rakete des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX ist fehlgeschlagen. Beide Stufen der Raketeneinheit explodierten nach dem Start in Texas. Bereits der erste Test im April war fehlgeschlagen. Die NASA plant, mit der Starship-Rakete in einigen Jahren seine Astronauten auf den Mond zu bringen. Beim Start läuft alles noch reibungslos. Um kurz nach 7 Uhr Ortszeit hebt das größte jemals gebaute Raketensystem der Raumfahrtgeschichte wie geplant ab. Vor den Augen tausender Schaulustiger an der Küste von Texas. Alle Triebwerke zünden, anders als beim letzten Mal. Nach 2,5 Minuten dann ein weiterer Meilenstein, die erfolgreiche Trennung der beiden Stufen von Rakete und Raumschiff. Auch das war beim ersten Versuch im April nicht geglückt. Die erste Stufe sah wunderschön aus, mit 33 gezündeten Triebwerken. Wir haben das gesehen, was wir wirklich sehen wollten, die Trennung und das anschließende Flipmanöver. Kurz darauf mündet der Jubel in Ernüchterung. Nur wenige Sekunden nach der Trennung geht die erste Stufe, die Trägerrakete, in Flammen auf. Warum? Ist unklar. Der obere Teil, das Raumschiff, fliegt zunächst weiter Richtung Weltraum. Und 8 Minuten nach dem Start bricht sein Kontakt zum Kontrollraum aber ab. In 150 Kilometern Höhe kommt es zu einer weiteren Explosion. SpaceX-Gründer Elon Musk verfolgt den Start im Kontrollraum seines Unternehmens. Auf seinem Kurznachrichtendienst X ermutigt ihn anschließend unter anderem NASA-Chef Bill Nelson. Der heutige Test ist eine Gelegenheit zu lernen und dann wieder zu fliegen. Trotz des heutigen Testverlaufs will die NASA an ihrem Plan festhalten, mit dem Starship Astronauten zurück auf den Mond zu bringen. SpaceX hofft sogar, eines Tages bis zum Mars zu kommen.
Nach der schweren Sturmflut an der Ostsee am 20. und 21. Oktober müssen noch viele Schäden beseitigt werden. Besonders betroffen ist Schleswig-Holstein. Die Landesregierung plant für den Wiederaufbau zwar einen Fonds und ein Darlehensprogramm, sie setzt aber vor allem beim Küstenschutz auch auf Unterstützung vom Bund. Heute machte sich Bundeswirtschaftsminister Habeck ein Bild von der Lage vor Ort. Es war die lang befürchtete Jahrhundertflut. Sie verursacht an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste Schäden in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro. Dämme und Deiche brechen, auch in Arnes an der Schlei. Mit 300 Einwohnern die kleinste Stadt Deutschlands. Ein Drittel der Häuser hier werden überschwemmt. Einige müssen abgerissen werden. Viele Menschen verlieren ihr Hab und Gut. Das Land hat bereits finanzielle Hilfe auf den Weg gebracht. Das ist halt das, was wir heute mit ins Treffen reinnehmen werden, dass wir auch vom Bund finanzielle Unterstützung erstmal für den Wiederaufbau brauchen, aber dann natürlich auch langfristig. Der Bundeswirtschaftsminister lebt in Flensburg, ist der erste Bundespolitiker, der sich in den betroffenen Regionen die Schäden ansieht. Mit Betroffenen spricht, aber konkrete Zusagen, die macht er heute nicht. Das Finanzministerium, Christian Lindners Leute und die Länder Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, vor allem aber Schleswig-Holstein, sitzen zusammen mit den anderen Ländern und da soll so eine Art Solidaritätskollekte aufgebaut werden. Ich gehe davon aus, dass das klappt. Ich habe das bei der Ministerpräsidentenkonferenz wie so ein Handschlag verstanden. Ja, das machen wir so. Daniel Günther hat das vorgetragen und die anderen haben gesagt, ja, wenn das immer so ist, dann machen wir das jetzt immer so. Alle helfen sich gegenseitig. Der Deich in Arnes war auf einer Länge von knapp 60 Metern gebrochen, ist jetzt notdürftig gestopft. Die Gemeinschaft sei gestärkt, sagen sie. Die Menschen wollen aber besseren Küstenschutz, auch finanziert vom Bund. Sie hoffen, dass sie mit höheren Deichen eine solche Flut nicht noch einmal so hart trifft. Ja, danke schön. Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft heute Abend in einem Testspiel auf die Türkei. Die Partie im ausverkauften Berliner Olympiastadion ist das erste Heimspiel für Julian Nagelsmann als Bundestrainer. Für den verletzten Marc-André Perstegen steht nun Kevin Trapp im Tor. Die Hiobsbotschaft musste er erst mal verarbeiten. Julian Nagelsmann kann Marc-André Ter Stegen nicht einsetzen. Seine Nummer 1 im Tor hat starke Rückenschmerzen, fällt für beide Länderspiele aus. Wichtig wird sein, als Mannschaft kompakt zu verteidigen gegen die offensiv starke türkische Auswahl. Wir wollen weiterhin Phasen haben, wo wir hoch verteidigen, wollen aber auch Phasen haben, wo wir einfach ein bisschen weniger Raum preisgeben für Bälle hinter unsere Kette. Ja, da gerade im Hinblick auf ein großes Turnier ist eine defensive Stabilität wichtig. Nach der erfolgreichen USA-Reise ist es für den neuen Bundestrainer das erste Heimspiel, bei dem er den zuletzt positiven Trend unbedingt fortsetzen möchte. Ist schon nochmal den Tick mehr besonders. Erste Heimspiel als Bundestrainer. In meinem Alter natürlich ein besonderer Moment, klar. Für den Kapitän gilt Ähnliches. İlkay Gündoğan bestreitet erstmals ein Spiel mit der Nationalmannschaft gegen das Heimatland seiner Eltern. Insgesamt gilt der Test gegen die Türkei im Finalstadion der EM im kommenden Jahr als richtungsweisend, wenn es darum geht, das allgemeine Stimmungsbarometer unter den Fans nach oben zu treiben. Und hier noch die Lottozahlen. 10, 18, 23, 27, 28, 38. Superzahl 4. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 19. November. Das Tief bei Schottland beeinflusst unser Wetter. In der Nacht verlagert sich teilweise kräftiger Regen von West nach Ost. Dort kann im Bergland Schnee dabei sein. Im Bergland und an der See ist es windig bis stürmisch. Am Tag zunächst Regen an den Alpen sowie zwischen Ostbayern und Ostsee. Sonst Lichtblicke, Wolken und einige Schauer. Im Norden einzelne Gewitter. Dabei ist es windig. In der Nacht plus 9 bis minus 1 Grad. Am Tag 7 Grad im Bayerischen Wald, 15 Grad an Rhein und Main. Am Montag Regenschauer, vor allem an den Alpen, ab und an Sonne, windig. Am Dienstag Regen oder Schauer, im Bergland schneit es mitunter, wieder ist es teilweise windig. Am Mittwoch im Süden Schneeregenschauer, sonst ist es nach Nebel freundlich, im Nordwesten regnet es später wieder. Um 23.15 Uhr geht Jesse Wellmer in den Tagesthemen der Frage nach, ob die Linke jetzt die neuen Grünen werden wollen. Und wir fragen, warum sich mehr als 100 Reichsbürger zu einer Konferenz in Bayern treffen durften. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.